Hallo, schönen guten Tag. Du hast mich ja eben erkannt als Redner vor dem Corona-Ausschuss von den vier Anwälten, zum Beispiel Rechtsanwalt Füllmich und Co. Ja? Und dort ab 1:47:22 diskutiere ich ja mit Dr. Wolfgang Wodak und den Anwälten über die Lösung, wie wir nie wieder Corona, nie wieder Schweinegrippe bekommen. Jetzt haben wir ein bisschen getalkt. Hast du dazu noch irgendwelche Fragen? Ich habe auch erzählt, dass wir mit der Partei Wir 2020 jetzt, dass da die ersten Sendungen in Vorbereitung sind und dass wir mit Gemeinwohlökonomie, Bürgerräten und so weiter, Demokratiekonzepten, dass daran das Parteiprogramm gefeilt werden sollte, weil wir wollten das nicht so einseitig haben, nur Next Scientists for Future und Partei. Ja, und diese Partei hätte dann die Chance, das in über 20 Millionen Klicks zu verbreiten. Hast du noch irgendeine Idee dazu, irgendeine Frage oder irgendein noch Kommentar? Kommentar dazu? Vielleicht, wenn man mehr an noch Informationen über Wir 2020 bekommt. Also ich habe eigentlich bisher sehr wenig Informationen davon bekommen. Jetzt durch diese Ovalmedia habe ich halt ein bisschen davon erfahren. Aber ich dachte immer, der Bodo Schiffmann, dieses erste Projekt, was er hatte, dass er da ausgestiegen ist. Ich habe gar nicht richtig mitbekommen von diesem neuen Wir-Projekt. Ne? Der hat dann tatsächlich nochmal eine neue Partei. Nochmal eine neue Partei gegründet. Aber hat dann wohl auch wieder gesagt, irgendwie mit den Parteien ist schwierig. Jetzt mache ich nur die inhaltliche Aufklärung zu Corona und fördere die Partei nur noch. Und das ist der Stand. Und der Landesverband, der mich angerufen hat, der will jetzt da die Leitung übernehmen, sozusagen. Vielleicht so ein allgemeiner Kommentar noch. Wie hat dir denn die Sendung gefallen? Weil da ging es ja wirklich um ein neues Deutschland. Fehlanreize korrigieren? Ich finde da diese ganzen Sendungen auf Ovalmedia finde ich bisher das Beste, was man so sehen kann. Sehr informativ und sehr kompakt, sehr lange leider. Aber das darf einem einfach nicht abhalten. Man kann ja Pause machen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, das zu sehen. Leider auch, dass zu wenig Leute das noch wissen. Ne? Und ich habe jetzt diese Woche ein Video gesehen, dass der Herr Füllmich jetzt diese Klage in Amerika, das finde ich natürlich sehr positiv. Also wenn das wirklich klappt, wäre das natürlich super. Also, aber ich hoffe mal, ne? Das ist ja eigentlich so fast die letzte Hoffnung, die uns bleibt. Ne? Ja, das sind die zwei Ebenen, um die es geht, diese Klage, um damit sozusagen aufzurütteln und dann die Reformen und die Partei Wir 2020, dass wir die Ursachen beheben, die Fehlanreizgesellschaft. Ja? Und ich bin ja parteiisch, ich sage, wirklich wichtig ist, Corona-Ausschuss 12 ab 1:47:22. Ich bin parteiisch. Alles klar, danke für das Interview.